Jens Druckenbrot, auch dich darf ich interviewen nach dem Spiel in Bösensell. Eigentlich ein sehr gutes Spiel. Ihr habt ein sehr, ja, beschreib mal die erste Halbzeit, war sehr überlegt. Mhm. Ja, war, ich denke, das Geläuf kam uns sehr, sehr zugute. Wir haben ein spielstarkes Mittelfeld gehabt. Ich denke, da haben wir sie beschäftigt. Wir waren technisch ihnen überlegen, haben sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, haben ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt, wo wir hinter die Kette kommen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es noch öfters machen, aber wir haben in der zweiten Halbzeit gesagt, dass wir warten, weil sie müssen hier kommen, weil sie, bei ihnen geht es ja um was, bei uns geht es nur, dass wir uns gut verkaufen. Und dann haben wir zwei gute Möglichkeiten genutzt. Und dann, wenn du 2-0 hier führst, solltest du das eigentlich nach Hause bringen. Aber ich muss sagen, Bösensell hat gekämpft. Und mit ihren Mitteln, mit den langen Bällen, mit den langen Leuten haben sie dann ein 2-2 erkämpft. Ja, mit den beiden Toren habt ihr Bösensell aber eher wach gemacht. Das hätte vielleicht ein bisschen später kommen dürfen. Man muss auch feststellen, ihr habt ohne Armen Tahiri heute gespielt. Wo war er? Warum war der nicht dabei? Armen, da ist was vorgefallen, aber das bleibt intern. Ja. Er ist weiterhin Mitglied bei uns, nur aktuell steht er uns einfach nicht zur Verfügung. Okay. Hat aber die angespannte personelle Situation nicht gerade verbessert, hatte ich den Eindruck. Nein, aber das machen wir ja schon die ganze Saison. Ja. Also von daher sind wir es gewohnt und das nehmen wir auch noch mit. Ja. Personelle Situation, du musstest irgendwann raus, ihr habt euch einfach auch nicht stark wechseln können. Am Ende hatte ich das Gefühl, fehlt da echt auch die Kraft, um da noch viel dagegen zu halten. 2 Minuten weiter gespielt und ihr hättet wahrscheinlich noch verloren, oder? Ja, du, wir spielen seit Wochen mit 12, 13 Mann. Dass ich mitspielen muss, ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wobei mir das einfach Bock macht zu kicken. Und, aber wie gesagt, ich sehe das dann besser von draußen, weil dann hast du von draußen einen besseren Blick. Und ich habe auch genug schon geflammt, also von daher sollen die anderen eigentlich flammen. Von daher, aber es ist so und wir nehmen es an und das ist für mich alles keine Entschuldigung. Ja, okay. Nichtsdestotrotz ein 2-2 bei Bösensell. Können wir damit leben, mehr glaube ich wie Bösensell. Ja. Alles klar. Gut, Jens, danke. Vielen Dank. Ciao. Alles klar.